Ein abartiges Hallo, Leute. Wie ich es versprochen habe, jetzt kommt mal wieder der Silvesterspaziergang. Es ist dieses Jahr ein bisschen nass. Es ist nicht so schön wie sonst. Ein kleines Resümee des Jahres 2018 bei diesem, naja, doch recht tristen Wetter. Jetzt bin ich hier oben am Glockenturm. Wenn man vloggt, dann merkt man erstmal, was immer überall für ein Wahnsinnskrach ist. Das fällt einem sonst gar nicht auf. Naja, was war 2018? Es war eigentlich insgesamt ein recht gutes Jahr. Ich blicke eigentlich mit Freude darauf zurück. In der Karte lief alles so richtig schön an. Also das war natürlich das Geilste, dass die Workshops so gut angenommen worden sind. Und dafür natürlich euch mein herzlichstes Dankeschön. Und die noch nicht da waren, die können ja immer noch kommen. Also das war natürlich ein ganz, ganz großer Erfolg des Jahres. Für das, dass es ein Neustart war, ist der wirklich geglückt. Natürlich gab es auch Ausfälle, das ist klar. Wer ein bisschen aufmerksam das Ganze vielleicht von außen her betrachtet hat, da wird gerade schon geschossen, der hat sicherlich gemerkt, dass nicht jeder stattgefunden hat. Aber das ist natürlich auch eine thematische Geschichte. Weil ich denke mal, manche Themen, die sind einfach beliebter als andere. Vor allem was das Thema Patinierung angeht, kann ich mich vor lauter Nachfragen kaum retten. Also da sind jetzt schon für 2019 Anfragen da und möglichst auch zweitägig. Das andere ist der Felsenbau. Das ist schon lange ausgebucht. Jetzt für Februar ist das, glaube ich. Ach guck, da ist irgendwie Musik im früheren Domizil der alten Seminare, dem Gemeindehaus. Also dieser Sache traue ich heute nicht mehr nach. Das war schon die richtige Entscheidung. Im eigenen Haus ist es einfach viel geiler. Und man hat immer alles griffbereit. Das ist eben das Schöne. Man geht einfach ins Lager und da ist es. Und hier musste man Auto fahren und alles herkarren immer. Und es war tagelange Vorbereitung und Nachbereitung. Jedes Mal war ich krank. Das wisst ihr ja, durch die Schwitzerei da in der kalten Jahreszeit eben. Es war eine geile Zeit, die ich nicht missen wollte. Aber ich bin trotzdem froh, dass das jetzt vorbei ist. Die jetzige Version ist um einiges besser. Und das haben auch Leute bestätigt, die bereits bei beiden waren. Ja, es ist ja wie Privatunterricht fast. Die andere Sache, die mich 2018 unwahrscheinlich gefreut hat, war die sehr gute Annahme des Motivationssignals. Also das sichert jetzt auch tatsächlich den Fortbestand dieser Videos. Nur mal so ein Beispiel. Das letzte Video, das war ja extrem lang. Das war ja der XXL Weihnachtsvlog mit 35 Minuten Spieldauer. Ja, da muss ich euch einfach mal sagen, ich habe an diesem Video, ungelogen Leute, von Mittag 23.12. bis morgens um 8:30 am 24.12. pausenlos gearbeitet. Dann habe ich vormittags einige Stunden gepennt. Und dann ging auch schon die Vorbereitung des eigentlichen Heiligabends los. Naja, und deswegen kam es dann auch erst am 25. Und ich konnte die letzten Aufnahmen dann noch dahinter schneiden. Ich denke, wenn ihr diesen Wahnsinnszeitaufwand hört, dann könnt ihr auch verstehen, dass die normale YouTube-Monetarisierung dem einfach nicht gerecht werden kann. Zumindest nicht bei dieser Abonnentenzahl, die aber auch erfreulich gestiegen ist. Aber es darf natürlich auch immer noch ein bisschen mehr werden. Jetzt nähern wir uns ja der 4000er-Grenze. Herzlichen Dank auch an die vielen Leute, die heuer noch dazugekommen sind. Empfehle den Kanal weiter, dass wir immer mehr werden. Und die abartig kreative Community dann wirklich irgendwann durch die Decke geht. Das wäre natürlich geil. Naja, man darf ja noch träumen. Also jedenfalls herzlichen Dank für die vielen Motivationssignale, die diesen Kanal jetzt aufrechterhalten und natürlich auch die neue Kamera ermöglicht haben. Diese hier ist jetzt die Legria, die ist jetzt zum Reinlabern einfach praktischer. Das ist ja die klassische Vlogging-Cam, aber so für den Allgemeingebrauch eben ferne Nähe und eben auch Modellbahn ist die andere geeigneter. Bildberuhigung hat eben immer etwas auch mit der Brennweite zu tun. Und wenn man perspektivische Überlappungen hat, dann kann man nicht so viel beruhigen, weil das sonst alles das Wabern anfängt. Das fängt sich an zu verzerren.
Und das sieht scheiße aus. Inzwischen jetzt den Akku gewechselt, das musste sein. Es ist vielleicht auch merklich dunkler jetzt schon wieder. Das geht jetzt vollends schnell. Jetzt aber zurück zum Jahr 2018. Das Tollste war eigentlich wirklich jetzt die Karte und dass die Arbeit dort jetzt auch schon so einen gewissen Rundlauf entwickelt hat. Vor allem dank der Hochregale und dieser relativ durchdachten Ordnung, was eben im Rahmen der beschränkten Platzmöglichkeiten machbar war. Nicht alles war erfreulich in diesem Jahr. Also für mich eine der unangenehmsten Entwicklungen des Jahres 2018 war die DSGVO, das sage ich ganz ehrlich, und die damit verbundene Arbeit. Darauf hätte man gerne verzichtet. Und ich sehe das immer wieder, und das habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt, eigentlich als Mittel zum Zweck. Diese trüben Gedanken, die möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter verfolgen in diesem Video. Aber das ist meine größte Sorge eben für 2019, dass eben die Schlinge so zugezogen wird, dass Google tatsächlich europäische YouTuber löschen muss, die nicht gerade riesengroß sind und die entsprechend ernst zu nehmen sind, um mit denen jetzt einen Vertrag zu schließen über Urheberrechtsregeln. So wie es eben dieser EU-Artikel 13 vorsieht, das ist eigentlich nicht praxistauglich. Aber ich bin mir sicher, da gibt es auch eine Lösung. Ich habe ja schon mal gesagt, schreibt euch die Homepage auf für alle Fälle. Das ist mein Wunsch, mein großer Wunsch eben für 2019. Weil wenn es jetzt wirklich so käme, das träfe dann natürlich auch mich sehr hart. Ich habe mich jetzt eben auf Social Media sehr stark festgelegt. Und ja, man hätte sich das ja auch vor einigen Jahren nie vorstellen können, dass mal so ein Problem auftrete. Das ist also komplett neu gemacht und meines Erachtens auch künstlich gemacht. Kommt wieder ein Auto. Eigentlich gehört da noch ein spezielles Video gemacht dazu. Das ist klar. Ich bleibe einfach dabei, dass das meine größte Furcht für 2019 ist. Weil YouTube ist in meinem Fall eben Unabhängigkeitsfaktor Nummer 1. Ja. Und zurück zu müssen zu den ursprünglichen Medien hieße, wieder abhängig zu sein. Und Leute, wer möchte das? Es ist dann alles verallgemeinert und man kann es gut kontrollieren. Ja, und eben dieser Kontrollfaktor ist meines Erachtens auch der Kern der ganzen Sache. Aber das habe ich euch jetzt, glaube ich, lange genug erklärt. Da haben es bestimmt alle verstanden, was ich darüber denke. Das ist ja nur meine persönliche Meinung. Es ist ja nicht allgemein. Also das muss ich natürlich indes nochmal ganz besonders betonen. Das ist klar. Aber selbstverständlich möchte ich euch nicht nur stressen mit irgendwelchen schweren Gedanken, sondern auch euch etwas Gutes tun. Und deswegen habe ich jetzt für euch ein paar Aufnahmen, die an Weihnachten entstanden sind, bei meiner Mama im alten Jugendzimmer. Da habe ich ja das Bahnbetriebswerk Zell und habe euch mit der neuen Kamera ein paar Szenen aufgenommen. Viel Spaß damit, und dann sage ich einfach jetzt schon mal ein abartig kreatives und vor allem gesundes Jahr 2019 wünsche ich euch. Das hatte ich ja schon im letzten Video gesagt. Muss natürlich in den Silvester-Vlog nochmals rein. Tja, und wir sehen uns dann wieder im neuen Jahr. Rutscht gut rüber, macht's gut, feiert nicht zu doll, haut rein. Bis zum nächsten Mal, und jetzt im Anschluss kommen eben besagte Aufnahmen aus dem guten alten Bahnbetriebswerk Zell 1. Ja, und ganz am Ende das obligatorische Motivationssignal. Haut rein, Leute, das war's für dieses Video und für dieses Jahr. Bis zum nächsten Mal, respektive Jahr. Herzlichst, euer Kunstmichi. Ciao!